Ich lese einen Text von Erich Mühsam. Erich Mühsam, Schriftsteller und Anarchist, wurde 1933 von den Nazis verhaftet, seine Bücher verbrannt, er 1934 ermordet. Appell an den Geist. Wir Menschen sind geschaffen, in Gesellschaft miteinander zu leben. Wir sind aufeinander angewiesen, leben voneinander, beackern miteinander die Erde und verbrauchen miteinander ihren Ertrag. Man mag diese Einrichtung der Natur als Vorzug oder als Benachteiligung gegenüber fast allen anderen Tieren bewerten. Die Abhängigkeit des Menschen von den Menschen entsteht und sie zwingt unseren Instinkt in soziale Empfindungen. Soziales Empfinden heißt somit, sich der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Menschen bewusst zu sein. Soziales Handeln heißt, im Geiste der Gemeinschaft zu wirken. Dies ist der Konflikt, in dem die Natur uns Menschen gestellt hat. Dass die Erde von unseren Händen Arbeit fordert, um uns ihre Früchte herzugeben und dass unser Wesen bestimmt ist von Faulheit, Genusssucht und Machthunger. Wir wollen Nahrung, Behausung und Kleidung haben, ohne uns dafür anstrengen zu müssen. Wir wollen, fern von der Pein quälenden Notwendigkeiten, beschaulich genießen. Wir wollen Macht ausüben über unsere Mitmenschen, um sie zu zwingen, uns unsere heitere Notentrücktheit zu sichern. Den Ausweg zu finden aus dieser Diskrepanz, das ist das soziale Problem aller Zeiten. Nie hat sich eine Zeit kläglicher mit dem Problem abgefunden als unsere. Der kapitalistische Staat, das traurigste Surrogat einer sozialen Gesellschaft, hat im Namen einer geringen, durch keinerlei geistige oder menschliche Eigenschaften ausgezeichnete Minderheit die Macht über die gewaltige Mehrzahl der Mitmenschen okkupiert, indem er sie von der freien Benutzung der Arbeitsmittel ausschließt. Sein einziges Machtmittel ist Zwang. Gezwungene Menschen beschützen in gedankenloser Knechtschaffenheit, Faulheit und Genuss der privilegierten Machthaber. Wild, sinnlos, roh, von keinem Brudergefühl gebändigt, toben die Menschen gegeneinander. Was sie als Macht erstreben, ist nüchterner Besitz an materiellen Gütern. Der Kampf aller gegen alle ist kein Ringen um den Preis der Schönheit, der inneren Freiheit der Kultur, sondern eine groteske Balgerei um die größte Kartoffel. Auf der einen Seite Hunger, Elend, Verkommenheit. Auf der anderen Seite geschmackloser Luxus, plumpe Kraftprotzerei, schamlose Ausbeutung. Und all das chaotische Getümmel verstrickt in einem stählernden Netz von Gesetzen, Verordnungen, Drohungen, die die bevorzugte Minderheit schuf, um ihrer Gewaltherrschaft das Ansehen des Rechts zu geben. Eine verlogene Ethik hat das Wissen um Wahrhaftigkeit und Rechtlichkeit vergiftet. Rabulistische Advokatenlogik hat den guten, reinen und wahren Begriff der Freiheit zum Popanz autoritärer Marktschreier verdreht. Die Verständigung der Menschen geschieht im Kauderwelsch der Politik. Der Wille der Menschen beugt sich unter abstrakten Paragraphen, das Rückgrat der Menschen passt sich verkrümmten Uniformen an. Geknebelt ist der Gedanke, das Wort und die Tat, geknebelt selbst die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Die Seele des Menschen ist dem Staate beatmet und der Geist der Menschen schläft im Schutze der Obrigkeit. Kein Knirschen der Welt stört die Hast der Geschäfte. Der Lärm geht um den Profit, kein Stöhnen der Verzweiflung übertönt ihn. Wer aber warnend seine Stimme hebt, wer Menschen sucht, um mit ihnen zu bauen, aufzurichten, das Werk der Freiheit, der Freude und des Friedens, dem Geld das Lachen ins Ohr derer, die sich nicht stören lassen wollen, derer, die Dritte empfangen und um sich zu treten, das Hohnlachen der Philister. Welche Ansichten der Mensch von den Dingen der Menschen haben darf, ist vom Staate abgestempelt. Einzelne Einrichtungen des Staates, besondere Maßnahmen dafür kritisieren, benörgeln, beschimpfen. Aber wehe dem, der die Fäulnis der Gesellschaft in die Tiefe leuchtet. Er ist verfemt, geächtet, ausgestoßen. An Mitteln fehlt es den Philistern nicht, ihn unschädlich zu machen. Sie haben ihre öffentliche Meinung. Sie haben die Presse. Wohl eifern auch die Organe der verschiedenen Parteien gegeneinander. Wohl tuten auf der Jagd nach dem Profit in den Gefilden der öffentlichen Meinung die Hörner am lautesten und am schrillsten. Aber darin sind sie einig. Der freie Gedanke, das freie Wort, die freie Sehnsucht darf keine Stätte haben in ihrem Revier. Ein breiter Graben zieht sich durch ihre aller Lager und in dem fließt der Strom, mit dem wir schwimmen müssen. Hoch über den Ebenen, in denen die Philister einander in die Seiten puffen, ragt die Burg, darin der Geist wohnt. Der Literat und der Künstler wenden den Blick diguiert ab von dem Gewimmel der Menge. Was schert es sie, wie Hinz und Kunz übers Ohr hauen? Den Bettler, der dem Weg die Drehorgel leiert, gibt man mildtätig einen Groschen und geht seines Weges. Zu ihnen hinauf in die Domänen der Kultur darf der Dunst des Alltags nicht steigen. Die Nase zu vor den Ausdünstungen des Volkes. Den Blick empor zu den reinen Höhen der Geistigkeit. Lächelnd spottet man bei den ästhetischen Gelagen über den Snob, der auf die Tribüne steigt und die Massen aufruft zum Kampf gegen Gewalt und Ausbeutung für Recht und Freiheit.
Ein Sensationshascher und Reklameheld, im besten Fall ein Verrannter nah, dem es schon recht geschieht, wenn man ihn ignoriert und boykottiert. Was geht ihn die soziale Not des Volkes an? Der Künstler, der sich allem, was seine Umwelt angeht, so hoch überlegen dünkt, ist ein Philister. Seine bequeme Zufriedenheit hat nichts Erhabenes, sondern nur etwas Verächtliches. Er verschließt die Augen vor dem Elend, in dem er selbst bis an die Knöchel wartet und macht sich damit für die Behörden zum erwünschtesten aller Staatsbürger. Aber gerade der Künstler hätte tausendmal Grund, wütend aufzubegehren gegen die Schändlichkeiten unseres Gesellschaftsbetriebs. Sein Werk steht, und das muss so sein, jenseits der Marktbewertung. Unter den Zuständen, die uns umgeben, ist es daher überflüssig, wertlos, unnütz und mithin lächerlich oder gefährlich. Der Künstler selbst gilt, sofern er nicht als Kapitalist andere Menschen für sich arbeiten lässt, als Schmarotzer, als Schädling, als Verkehrsstörung. Soll ihn seine Kunst ernähren, so muss er sie dem verrotteten Geschmack des Banausentums unterordnen und er verkommt menschlich und künstlerisch. Hat er aber die Mittel zum Leben, produziert er, wozu es ihn treibt, so bleibt sein Werk dem Mitmenschen fremd und die höchste Freude des Schaffenden, mit seiner Arbeit Menschenseelen zu erfrischen und zu erhellen, bleibt ihm versagt. Aber er ist der Esoteriker. Ihm genügt die Anerkennung der wenigen derer, die reif sind für seine Kunst, die gleich ihm dem Spektakel des Lebens ferne stehen. Ach, Schwätzerei! Das ist eine matte, blutleere, dürftige Kunst, die nicht gedrängt ist vom warmen, roten Zustrom der lebendigen Wirklichkeit. Nur das sind noch immer die Zeiten der Kultur gewesen, in denen Geist und Volk eins waren, in denen aus den Werken der Kunst und des Schrifttums die Seele des Volkes erleuchtete. Ihr törichten Einsame, die ihr wähnt, oben in euren Ateliers andere, freiere Luft zu atmen als die Masse auf den Plätzen der Städte. Auch ihr esst auf euch Kulturen das Brot, das Menschenhände gesät, Menschenhände gebacken, Menschenhände euch gereicht haben. Tut nicht, als wärt ihr Besondere. Seid Menschen, habt Herz und besinnt euch auf die Unwürdigkeit eurer Existenz. Ihr, die ihr Werke schafft, aus denen der Geist unserer Zeit in die Zukunft flammen soll, sorgt, dass eure Werke nicht lügen. Helft Zustände schaffen, die wert sind, in herrlichen Taten der Kunst und der Dichtung angepriesen zu werden. Täuscht der Nachwelt nicht Bilder vor, die das jämmerliche Grau unserer Tage in Gold malen. Seid keine Philister, da ihr allen Anlass habt, Rebellen zu sein. Paria ist der Künstler wie der Letzte der Lumpen. Wehe dem Künstler, der kein Verzweifelter ist. Wir, die wir geistige Menschen sind, wollen zusammenstehen. In einer Reihe mit Vagabunden und Bettlern, mit Ausgestoßenen und Verbrechern wollen wir kämpfen gegen die Herrschaft der Unkultur. Jeder, der Opfer ist, gehört zu uns. Ob unser Leib Mangel leidet oder unsere Seelen, wir müssen zum Kampf blasen. Gerechtigkeit und Kultur, das sind die Elemente der Freiheit. Die Philister der Börse und des Ateliers, zitternd werden sie der Freiheit das Feld räumen, wenn einmal der Geist sich aus dem Herzen verbündet.